hier beim Style-Shooting. Ihr seht auch hinter uns immer noch die Leute am Arbeiten. Und neben mir sitzt die Anna Müller. Sie macht ein professionelles Braut-Make-up und Hairstyling und hat heute ein paar Tipps für euch. Anna, wie bereitet sich denn so eine Braut am besten für den Termin bei dir vor? Ja, vielleicht kann sie schon ein bisschen einfach im Internet auch schauen, in welche Richtung die Frisur gehen soll, ob sie eher die klassische Variante oder der lockere Vintage-Look, wo jetzt sehr modern ist, und dann einfach einen Beratungstermin ausmachen und dann gehen wir die Frisuren durch und passen sie halt individuell für die Braut an. Wie ist es von der Schminke her? Weil ich denke, manche kommen mit so einer ganz klaren Vorstellung. Ja, da muss man sie manchmal auch ein bisschen umstellen oder auch sagen, dass sie einfach, manche kommen mit Vorstellungen, dass Smoky Eyes, wo einfach zu ein Brau-Make-up viel zu dunkel ist. Einfach oft weniger ist mehr. Also sollten die Brautpaare auch einfach ein bisschen Vertrauen mitbringen, dass sie dort dann individuell beraten werden. Wir haben uns gerade schon unterhalten, dass ihr gesagt habt, dass ganz wichtig auch der erste Probetermin ist. Ja. Warum ist der so wichtig? Ja, weil man eben einfach die Braut ein bisschen lenken kann, was ihr steht, und vielleicht auch im Gespräch die Braut umstimmen kann, wenn sie sehr fest auf irgendwas fixiert ist, wo ihr eigentlich nicht so passt, wenn oft andere besser zur Geltung kommen. Also, wichtig für euch ist, dass ihr dann rechtzeitig so einen Termin ausmacht, dass ihr dann auch noch erstes den Termin bekommt und Zeit auch für die Beratung und für die Ideensammlung habt. Würdest du dann den Bräuten empfehlen, dass sie ein professionelles Braut-Make-up machen, oder geht es auch, wenn die Freundin so, wenn die da talentiert ist, oder warum würdest du davon eher abraten? Ja, weil man heute mit Schminke einfach schon so viel machen kann, ob das ist, oder einfach ganz wichtig für die Frau, dass das Gesicht einfach nicht mehr glänzt, dass wirklich die Abmattierung ist auch nicht. Kannst du noch was zum Preis sagen? Was ungefähr, oder wie setzt sich der Preis zusammen? Der Preis variiert natürlich je nach der Aufwand der Frisuren, wie lange man daran arbeitet, und genauso ist es auch bei Schminke, ob jetzt auch mit Wimpern gesetzt werden oder was man eigentlich haben will, variiert natürlich auch der Preis. Was schätzt du, ein einfaches, unkompliziertes Make-up? Ab wie viel geht das? 40 Euro würde man sagen, wenn man ganz hoch macht. Also wenn jemand nur Wimperntusche will, Targets Make-up, dann intensiver steigt natürlich der Preis. Gibt es keine Grenze. Genau. Und wenn man jetzt noch die Haare dazu machen würde, eine schöne Frisur, die trotzdem einfach funktioniert? Ja, auch 40 Euro sowas. Also, ihr seht, das sind 80 Euro mit einem einfachen Make-up, mit einem schönen Hairstyling. Das rentiert sich auf jeden Fall. Ihr gebt so viel Geld für andere Sachen auf, und an dem Punkt zu sparen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Vor allem nicht, wenn ihr dann Fotografen habt und schöne Bilder haben wollt. Anna, vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir wünschen euch viel Spaß beim nächsten Video.